So, liebe Freunde, auch von mir ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle so gekommen seid. Heimat ist wählbar. Unsere Heimat ist das Saarland. Unsere Heimat ist Deutschland. Und wir haben ein Volk, auf das wir stolz sein können, trotz schlechter Zeiten. Wir haben viel geschaffen in dieser Welt und viel gegeben. Dass wir heute noch Heimat und Volk sagen, ist außerordentlich gefährlich, denn für den Volksbegriff werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet. Trotzdem lassen wir uns nicht entmutigen und werden weiter kämpfen. Meine Damen und Herren, auch wenn man im Bundestag sitzt, wird man fast tagtäglich mit dem Saarland konfrontiert. Es gibt die gleichwertigen Lebensverhältnisse und es gibt Neuerungen im Bundestag. Die Infantilisierung schreitet voran. Mittlerweile sind die No Future, die Friday for Future, die Festkleber und alle diese Jugendorganisationen zum großen Teil im Bundestag ausreichend vertreten, die Jusos mit 50 Personen, ich glaube die Grünen ähnlich. Und man sieht, dass fortschreitende Programm möglichst Studienabbrecher, Berufsversager in die höchsten Parlamente zu schaffen. Geld genug ist vorhanden, dazu baut man NGOs. Ein treffliches Beispiel, ich weiß nicht, ob es jeder gehört hat, letzte Woche eine Frau Emilia Feste hat gesprochen von den Grünen. Ich habe mal nachgeschlagen, die Eltern, beide Künstler. Sie arbeitet nach dem Abitur jetzt als Kinderregieassistentin oder sowas ähnliches, sitzt jetzt im Bundestag und hat natürlich, man merkt die Choreografie immer, ausladende Handbewegungen, es wird eine große Apokalypse beschworen, die große Katastrophe, dann wird die Lösung gemacht, dann wird moralisiert und dann wird auch die anderen gezeigt. Und was in diesen Reden von diesen jungen Leuten immer vorkommt, ist ganz viel Ich. Ich habe verpasst, ich habe gelitten, ich habe nicht erlebt, ich habe keinen Mann geküsst und so weiter. Alles wegen dem Lockdown angeblich. Sehr schöne Sache. Und ganz zum Schluss kam natürlich die AfD. Wir sind schuld, weil wir gegen die Impfpflicht sind. Dass eine Impfung weder vor Ansteckung schützt, oder vor Übertragung schützt, haben die jungen Leute noch gar nicht mitbekommen und wollen die auch gar nicht wissen. Wichtig ist immer faktenfrei, aber emotional. Das ist wichtig in der Politik heutzutage bei den Linksgrünen. Interessante Frage hat sie dann gestellt zu uns, was habt ihr mit 21 gemacht, als sie dargelegt hat, sie hat nicht geküsst, sie war nicht in der Disco und so weiter, nicht im Urlaub und das und das. Dann habe ich mir überlegt, was habe ich mit 21 gemacht? Das war 1985, ich war Student. Ich habe es auch abgeschlossen, mein Studium. Also. Und was habe ich in diesen Zeiten gemacht? Ja, ich habe viel mit den Grünen geredet. Die haben nämlich damals mit ihrer großen ersten Lüge sind sie um die Ecke gekommen und haben gesagt, im Jahre 2000 gibt es keine Bäume mehr in Deutschland. Ich weiß nicht, wo sie heute hergekommen sind. Ich habe Bäume gesehen und die wurden nicht nach 2000 angepflanzt. Das war die erste große Lüge. Der zweite Realitätsverweigerung in dieser Zeit war der NATO-Doppelbeschluss. Die Älteren wissen das noch, die Aufrüstung gegen den Warschauer Pakt. Es kam nicht zum Dritten Weltkrieg, sondern es kam zum Frieden, weil der Warschauer Pakt totgerüstet worden ist, man muss es einfach so sagen. Womit haben sich die Grünen in den 80er Jahren noch beschäftigt? Ja, mit Sex mit kleinen Kindern und Sex mit Geschwistern. Das waren ganz wichtige Themen. Frau Künast und Herr Trittin waren da auch groß dabei, die kann man mal fragen. Und ein ganz großer Held dieser Zeit, Cohn-Bendit, da gibt es immer noch ein Video, wie er in einer französischen Talkshow-Runde erzählt, wie toll es ist, wenn kleine Kinder ihm als Kindergärtner den Hosenlatz aufmachen. Dieser Cohn-Bendit hat für die Grünen im Europaparlament gesessen und ist finanziell bestens ausgestattet, mit alimentiert und hat in seinem Leben noch nie was Richtiges gemacht, außer sich um Inzest zu kümmern. Das sind die Grünen der 80er. Wie ging es denn dann weiter? Die 90er, weiß jemand noch, was das Ozonloch ist? Damals haben uns die Grünen erzählt, oh Gott, demnächst springen den Fischen in den Bächen die Augen, die platzen und den Schafen auf den Weiden, den platzen die Augen. Sie erinnern sich noch, diese Weiden voller Schafe, die ohne Augen da gestanden haben. Das waren die 90er, die großen Lebenslügen der Grünen. Dann kamen die 2000er, 2004 Trittin, wir wissen es, die Energiewende kostet uns eine Kugel Eis. Unbezahlbar geworden, die Kugel. Im Jahre 2009 hat ein gewisser Al Gore, ehemals Vizepräsident unter Clinton, Bücher geschrieben. Er war die Galionsfigur der Umweltbewegung und der Grünen und hat 2009 geschrieben, im Jahre 2013 gibt es keinen Schnee mehr auf den Erdkappen. Ich habe gehört, es ist immer noch verdammt kalt da oben, aber die Grünen halt. 2011
der Marketing-Gag, der die Grünen in Baden-Württemberg an die Regierung geholfen hat, Fukushima, die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan. Ich kann mich noch erinnern, dass Claudia Roth noch vor kurzem durch die Gegend gezogen ist und hat von 20 Toten Atomtoten erzählt, 20.000 Atomtoten, die durch dieses Unglück umgekommen sein sollten. Tatsächlich sind etwa 2.500 Leute ertrunken, es war ein Tsunami, es gab eine Kernschmelze, sicherlich, 2.500 Menschen sind ertrunken und nachgewiesen bis 2018 ein Mensch an Krebs, das vielleicht von diesem Unglück herkommen kann. Das sind so die Lügen. Ich habe noch jede Menge, aber ich will den Abend nicht damit füllen. Das sind die Lügen, mit denen uns die Grünen und Linksgrünen und mittlerweile auch die jungen Leute die Hölle heiß machen. Die können es ja nicht besser wissen. Die glauben wirklich, weil die kleben sich in Berlin auf der Straße fest und glauben, sie sind die letzte Generation. Wo bleibt da bitte schon die Verantwortung der Lehrer, der Eltern, den Kindern mal Mut zu geben, Bildung mitzugeben, um ihnen zu zeigen, so geht das nicht. Warum erzähle ich das? Gleichwertige Lebensverhältnisse ist schön und gut, müssen wir auch auf Deutschland gucken. Wir haben in der letzten Legislaturperiode eine Kommission gehabt für gleichwertige Lebensverhältnisse. Da ging es darum, vor den Landtagswahlen in den neuen Bundesländern, den neuen Bundesländern Geld zuzuschustern, weil die Braunkohlewerke geschlossen wurden. Nicht böse sein, Tino, ich gönne den neuen Bundesländern dieses Geld, aber in Nordrhein-Westfalen und im Saarland, wir haben Tränen in den Augen bekommen, was dort Gelder rüber gewandert sind und Investitionen getätigt worden sind. Es ist immer nur so, wir können im Saarland, die Kommunen im Saarland können bestenfalls ein Drittel des Geldes investieren, was eine Kommune in den neuen Bundesländern investieren kann. Und nur die Hälfte von dem, was eine bayerische Kommune investieren kann. Und woran liegt das, meine Damen und Herren, liebe Freunde? Daran, weil in Berlin immer die gleichen Parteien regieren wie im Saarland auch. Ja? Der gleiche Unsinn wird verzapft, die gleiche Energiewende wird proklamiert und was sehen wir jetzt an der Krise? Wir brauchen dann nur an die Tankstelle zu gucken, die Nebenkostenabrechnung zu gucken. Was sehen wir in einer Krise? Dieses ist nicht zu bezahlen. Wir leben in einem Nimmerland Deutschland, wo die Grünen und die Linken denken, wenn wir die Augen zumachen und ganz fest hoffen, dann wird es schon. Und jetzt ist es eben nicht mehr so. Ukraine-Krise bringt es an den Tag. Und lasst euch nicht verleiten zu glauben, dass die hohen Energiekosten von Herrn Putin verursacht worden sind. Nein, die hohen Energiekosten haben unsere Mitbürger im September 2021 freiwillig gewählt. Das ist der wahre Punkt und das wird auch so weitergehen. Wie Sie auch die Inflation gewählt haben, wie Sie die Niedrigzinsen gewählt haben und wir Saarländer werden besonders darunter leiden. Was heißt gleichwertige Lebensverhältnisse? Dort steht drin, wir wollen jetzt nach der Kommission einen Beirat gründen, der also alle Gesetzesvorhaben des Parlaments überprüft, ob sie zu gleichwertigen Lebensverhältnissen führen. Wenn Sie sich mal ganz von früher erinnern, da gab es diesen Länderfinanzausgleich. So etwas Ähnliches soll das sein. Was bedeutet das? Es soll nicht nur für deutsche Gesetze gelten, sondern auch für europäische Gesetze. Ein Beispiel zum Beispiel, wo das sehr gut passen würde, ich habe es letzte Woche im Bundestag mal erzählt, wird aber nicht jeder gehört haben. Als Kroatien zur EU gestoßen ist, wurde ihnen eine schöne Brücke versprochen. Diese Brücke wird gebaut, ist fast fertig, an der dalmatischen Küste zwischen Split und Dubrovnik. Wunderschöne Gegend. Ich gönne den Kroaten auch diese Brücke. An der Küste gibt es 10 Kilometer Landstrich. Da kommt Bosnien-Herzegowina runter ans Meer und man muss 10 Kilometer durch Bosnien-Herzegowina fahren. Im Prinzip kein Problem. Die Länder verstehen sich. Bosnien soll demnächst in die EU und viele Kroaten aus Bosnien, die Bosniaken sogenannte, sitzen auch in der kroatischen Regierung, unter anderem der ehemalige Botschafter in Deutschland, Jan Radman, der mittlerweile Außenminister ist und den ich gut kenne und den ich ein paar Mal besucht habe. Die haben also eine Brücke versprochen bekommen. Die wird für 85% von der EU finanziert. Eine Brücke, die eigentlich unnötig ist, geologisch sehr fragwürdig, geht auf eine Halbinsel rüber, spart 10 Kilometer. Diese Brücke kostet um die 300 Millionen Euro. 300 Millionen Euro. 85% zahlt die EU, also auch wir Saarländer. Jetzt raten Sie, wer die Brücke baut? China.
China baut diese Brücke und 300 Millionen Euro fließen direkt von der EU in einen chinesischen Staatskonzern, also in die Staatskasse von China. Was hat das mit dem Saarland zu tun? Sehr viel. Auch wir zahlen mit unseren Steuergeldern diese Brücke mit. Erstens. Zweitens. Wir dürfen unseren guten Stahl, der schon in der Golden Gate Bridge ist, nicht zu diesem Brückenbau liefern. Und drittens, wir subventionieren noch den scheißdreckigen chinesischen Staat mit auf unsere saarländischen Kosten. Sind das gleichwertige Lebensverhältnisse? Gleichwertige Lebensverhältnisse muss auch für Europa gelten. Es geht kein Cent Steuergelder in andere Länder, bevor nicht jeder Region es so gut, mindestens so gut geht, wie in die Region, in denen die Gelder abfließen. Das ist meine Vorstellung von Europa und Solidarität. Gleichwertige Lebensverhältnisse, ich habe es vorhin gesagt, wir hatten damals den Länderfinanzausgleich, das war sowas Ähnliches bis 2019, heute wird das über Mehrwertsteuer geregelt. Das hat besagt, dass die reicheren Bundesländer den ärmeren Bundesländern Ausgleichszahlungen leisten. Am Anfang hat Bayern provoziert, nach dem Weltkrieg war Bayern ein Bauernstaat. Die haben sich aufgebaut, sind ein großer Industriestadtland geworden. Und urplötzlich waren sie dann natürlich in der Geberrolle mit Baden-Württemberg und sollten zahlen, auch an uns, an Bremen. Das wollten sie dann aber nicht. Dann haben sie geklagt gegen die Zahlungen. Die Prozesse sind nicht zu Ende geführt worden, man hat das politisch anders gemacht. Aber meine Damen und Herren, genau die Politiker von den Parteien, die dann nicht mehr zahlen wollten, weil sie gesagt haben, der Länderfinanzausgleich ist Unsinn und rechtswidrig, das sind genau die Politiker der Parteien, die uns Deutschen erzählen, ein Länderfinanzausgleich in der EU ist eine ganz wunderbare Sache, zahlt bitte eure Steuern in die EU. Das kann so nicht sein. Gerade für uns Saarländer nicht. Wir alle wissen, wir brauchen Energie, wir sind ein Industriestandort, Stahl, Automobile, das wird im Moment gerade an die Wand gefahren. Es ist ja ganz nett, wenn man sagt, wir machen grünen Wasserstoff. Die Umstellung grüner Wasserstoff soll ungefähr 5 Milliarden Euro kosten, das ist so viel wie ein Landeshaushalt im Saarland. Können wir uns schon mal freuen, wie das klappen soll. Altmaier hat das zugesagt, ich glaube noch nicht so dran. Und was ist, wenn der da ist? Wenn wir grünen Wasserstahl produzieren, dann ist der zu 25% zu teuer für den Weltmarkt. Wer soll das kaufen? Völliger Unsinn. Es wird Zeit, dass wir uns vom Nimmerland Deutschland verabschieden. Es wird Zeit, dass wir saarländische und deutsche Interessen formulieren und dass Parteien an die Macht kommen, die das auch umsetzen. Vielen Dank und Glück auf.